Anschnallen. Film ruhig drauf. Zack, und los geht's. Ich wärme mal meinen Trizeps zuerst auf, Ellbogengelenk, dann Schultern. Dann mache ich erst den ersten Satz. Schrägbank drücken. Wir machen 5 Arbeitssätze Schrägbank. Alles Strip-Sätze. Also 10 und 10. Je nachdem, wie sich meine Brust anfühlt. Oder wir machen ein bisschen leichter und dafür Sätze mit 20 Wiederholungen. Ohne Strip. Mit einem leichteren Gewicht. Also ich mache ein paar Sätze noch Seitheben. Brauche ich die andere 2,5er Scheibe hier, dass mein Schultergelenk warm ist. Und jetzt beim Schulterdrücken, beim Brustdrücken, ich mache so Wiederholungen mit Ablegen. Und zwar bin ich da drauf gekommen, weil ich mal so diese Probleme in der vorderen Schulter hatte. Und als ich das so gemacht habe, dann so, ich mache so. Als ich das so angefangen habe, so zu machen, hat meine Schulter nicht wehgetan. Und es hat mich auch, und jetzt habe ich das einfach mal, ab und zu mache ich das weiter so. Also ich mache das nicht jedes Training, aber immer wenn ich mich so danach fühle, mache ich diese, man sagt Dead Stop, also Bewegungen aus dem, Wiederholungen aus dem toten Punkt sozusagen. Und es fühlt sich ganz gut an. Man ist zwar schwächer, aber man trifft die Brust besser, wenn man nach jeder Wiederholung sozusagen neu anfangen muss und neu die Brust kontrahiert. Das ist mein erster Aufwärmsatz. Normal, aber ich mache auch diese Wiederholung. Also wie gesagt, nicht jedes Training, ja. Für den Notfall habe ich auch immer Gummibärchen parat. Wir fangen gleich an. Was drin? In die Zone. Weißt du schon? Das ist von Michael Jordan. Der Ronny war früher auch in der Zone. Ja, das ist von Michael Jordan. Da haben sie ihn mal gefragt, wie sich das anfühlt, wenn er so jeden Ball, wenn er jeden, es gibt so eine Zone, also während dem Spiel, da triffst du jeden Wurf, jeder, alles ist einfach perfekt, weißt schon, du triffst jeden Wurf in den Korb und alles mögliche. Da denke ich mal, das ist so, wenn du in der Zone bist, schon so.
gesagt, wir machen jetzt 5 Sätze von dem. Immer 10 Wiederholungen mit 3. Dann mache ich Gewicht runter, nochmal 10 Wiederholungen mit 2. Und das 5-mal. In meinem Stuhl darf ich auch Kreide benutzen. Jetzt beim letzten machen wir einen Dreier-Strip. Also 3 Scheiben, 2 Scheiben, 1 Scheibe. Und am Schluss fühlt sich eine Scheibe so an wie 3 Scheiben. Schon mal ein Dekolleté. Für die Fetischisten. Wie heißen die Thailänder da? Ladyboys. Okay, letzter Satz, letzte Chance. 10, 10, 10.
Und gleich geht's weiter an. Sofort weiter in die Übung. Wenn's läuft, dann läuft's. Ich mach Dips und Cable Crossover. Also da auch 5 Mal hin und her, 10 Wiederholungen von jedem mindestens. Stretch.
Okay, das war Brust. Jetzt kommen Schultern. Ihr seht, ich mache so kurz wie möglich Pause. Und lustigerweise für Schultern habe ich für mich herausgefunden, dass höhere Wiederholungszahlen, so um die 20, bringen mir am meisten. Schwer und so, schön und gut, ja. Aber für Schultern habe ich echt für mich herausgefunden, dass je mehr Pump und Brennen man erzeugen kann, desto besser wachsen die bei mir. Und wir machen für Schultern einen Dreiersatz. Und zwar Seitheben mit Kurzhanteln, hintere Schulter am Kabel und dann Kurzhantel drücken auf einer ziemlich, auf einer etwas höheren Schrägbank. Und da mache ich auch 5 Runden davon mit so kurzen Pausen dazwischen, wie es geht. Und von jeder Übung immer 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20, bis ich 5 Runden voll habe. Brust ist übrigens schon fertig, die 3 Übungen, das reicht. Meine Brust fühlt sich an, als ob sie einen Krampf bekommen würde. Der hier macht 20, okay. Dann mache ich hier 20 und dann mache ich da beim Rücken 20. Let's go.
Und weiter geht's. Runde 3. Zweimal noch. Mal.
Okay Leute, das war's mit Schultern. Ich habe Fettpump. Und jetzt kommt. Jetzt kommt Trizeps. Da machen wir genau wie gestern. Scheiße, Mann, ich spüre meinen Herzschlag in meiner Schulter. So. Fühlt sich an. Genau wie gestern bei Bizeps. 4 Übungen, 3 Runden. Wir machen Kabelstrecken nach unten mit der SZ. Dann Dips mit einem engeren Griff dieses Mal. Überkopf mit dem Seil. Und dann nur noch ganz enge Liegestützen bis zum Versagen. Und davon, wie gesagt, 3 Runden und dann sind wir fertig. Routine. Ich nehme die gerade Stange. Die gerade Stange ist für mich optimaler, weil der Körper will immer in geraden Linien arbeiten. Das heißt, so machen. Also das Handgelenk, Ellbogengelenk und Schultergelenk auf einer Linie. Ja? Sobald man irgendwie irgendwas macht, was dich nach innen bringt, wie die SZ, die so hier ist, oder nach, weiter nach außen, ist schlecht fürs Gelenk. Weil das Ellbogengelenk ist ein Scharnier. Das, nicht so wie die Schulter, das sich drehen kann. Ja? Das heißt, wenn ich so mache und so, dann jetzt sind alle auf einer Linie. Ja? Das ist optimaler für die Gelenke. Okay. Also denkt mal nach, denkt mal drüber nach, wenn ihr Ellbogenprobleme habt oder so, ob ihr vielleicht Skull Crushers macht mit so einem engen Griff und eure Ellbogen sind hier außen. Ja, ist ganz schlecht für die Ellbogen. Also ist besser in so einem Fall, wenn ihr dann Kurzhanteln nehmt, damit ihr so machen könnt. Ja. Oder einfach eine breitere Hantel. Wenn ihr eure Gelenke in solche Positionen zwingt, dann ist es immer ziemlich, ich sag mal, nicht optimal. Scheiße. Über längere Zeit. Und da, wenn man 15 Jahre lang trainiert, so wie ich, da merkt man es. Die ersten paar Jahre geht's noch, glaub mir. Ja. Aber dann irgendwann wird es kritisch. Zum Beispiel, letztes Mal habe ich einen gesehen, in der Beinpresse. Steht so in der Beinpresse, so. Und macht Beinpressen. Und dann sage ich zu ihm, was machst du da? Dann sagt er, ja, das ist für den Schwung. Dann dachte ich mir, das Einzige, wofür das ist, ist, dass du einen Behindertenausweis bekommst in deinem Auto. Ja, das ist das Einzige, wofür du gerade trainierst, Mann. Dass du auf dem Behindertenparkplatz parken kannst. Aber ich schätze mal, so ist es. Der rechte Arm sieht besser aus.
Das war eine Runde. Also wie gesagt, zwei eine Runde. Und jetzt noch zwei. So wenig Pause wie möglich. Und dann fertig. Easy. That's smart. Ding, ding, ding. Das war der Gong für die letzte Runde. Oder nach der letzten Runde. Finish. Ha. Boah, ich bin fertig. Alles klar, Freunde der gepflegten Bodybuilding-Unterhaltung. Das war's leider mit Roman Fritz Week, die dritte
2019. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war echt eine Schlacht gerade. Also ist jetzt kurz nach dem Training. Und keine Sorge, wir werden in Zukunft öfter sowas machen, weil wir haben jetzt mittlerweile unsere Chemie und unseren Rhythmus wiedergefunden und es wird, das verspreche ich euch diesmal, ja, an zukünftigen Content nicht mangeln. Das nächste werden wir wahrscheinlich auf der FIBO machen, in 2 Wochen. Aber bis jetzt oder für jetzt habt ihr diese 5 Videos. Also denkt dran, eine Woche hat 5 Arbeitstage, das heißt 5 Videos für die Roman Fritz Week. Am Wochenende solltet ihr was anderes machen, ganz ehrlich. Nehmt eure Freundin, fahrt irgendwo hin, Spa-Wochenende. Mädels, sagt eurem Typ, dass ich gesagt habe, ihr sollt ein Wellness-Wochenende machen. Ohne Handy, ohne Computer. Wie gesagt, ich wäre froh, wenn ich ein Mädel hätte, mit der ich wohin fahren könnte. ja. Wenn ihr Anregungen habt und konstruktive Kritik, nicht irgend so ein Bullshit, Besserwisser-Scheiß oder Beleidigung, dann bitte gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über alles, was uns weiterbringt oder was euch besseren Content bringt. Wir geben uns Mühe, oder ich werde mir auch Mühe geben, eventuelle Fragen zu beantworten, soweit die Fragen auf einem gewissen Niveau sind. Und für diese Roman Fritz Week, die dritte, sage ich stellvertretend für den Matze hinter der Kamera, danke an euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen. Ich muss sagen, danke für den Matze, fürs Vorbeikommen und Filmen, Editing, alles perfekt. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass er da ist, ganz ehrlich. Es ist wie so eine, er filmt es wie so eine Fliege an der Wand. Ich trainiere einfach und es passt. Besser geht's gar nicht. Ja. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns, wie versprochen, beim nächsten Mal. Bis dahin, Freunde der gepflegten Bodybuilding-Unterhaltung, wir sehen uns.